So, und willkommen zurück zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal, und zwar Cities in Motion 2. Ja, einige kennen das Spiel von euch garantiert und einige werden sich jetzt fragen, hey, was machst denn du da? Ja, wir spielen eine neue Version von Simulator, beziehungsweise einen Add-on-Simulator. Den Vorgänger kennt ihr ja garantiert auch, Cities in Motion. Und wir wollen einfach mal anfangen mit einer neuen Welt. Einfach mal schauen, was da so möglich ist und wie wir das am besten machen. Und hier gibt es ganz viele Städte, sehe ich gerade. Das sind wohl irgendwelche Maps, die ich mir mal runtergeladen hatte, aber ist ja egal, ne? Wir machen erstmal eine Standard-Map, Schwierigkeitsgrad normal, ja. Zufällige Ziele deaktivieren, unbegrenztes Geld, raus. Wir machen das einfach mal so, gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass es relativ gut wird. Also, ich gehe davon aus, dass sie das Spiel auch mögt. Deswegen starten wir mal. Und eventuell wird es so sein, dass wir immer abwechselnd jetzt das Spiel spielen. Wir werden also mal eine komplette Stadt so komplett durchspielen. In Cities in Motion 2, dann zum Beispiel eine in 1 und dann wieder 2 in 1. Also, das ist so mein Vorschlag, den man machen könnte. Dann würden wir nämlich beide mal kennenlernen für die Leute, die sie noch nicht kennen. Außerdem gefallen mir beide richtig, richtig gut. Mir gefiel 1 sogar, glaube ich, ein Tucken besser als 2. Aber das werden wir schon alles regeln. Heute auf jeden Fall. Und wir sind guter Dinge, dass das hier gut läuft, ne? Wir werden es schaffen. Und es wird, glaube ich, auch gut gehen. So, genau. Wir haben hier unsere Start. Und wir sollten erstmal Pause machen. Denn jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir machen. Nicht wundern, ist es schon etwas länger her, dass ich was gespielt habe. Vor allem das gespielt habe. Und von daher werden wir jetzt hier erstmal gucken. Das ist die Karte. Immer sehr schön. Vor allem, wir können uns hier einfach so hintippen, ne? Das ist wunderbar. Was ist denn das hier? Hier stehen Baracken. Cooler Park, muss man sagen. Hat auf jeden Fall was. Genau, wir konnten hier irgendwo, genau, hier konnten wir Linien erstellen, da konnten wir schließen und speichern. Ich will zum Beispiel das Zonen definieren. Nee, es gab doch irgendwo die Menüansicht nach dem Motto, ich möchte sehen, wo was ist. Ja, muss ich mich, glaube ich, nochmal reinfuchsen. Genau, müssen wir garantiert nochmal gucken, aber auf jeden Fall werden wir hier erstmal so ein bisschen was erschaffen. Und ja, ich scrolle hier gerade ein bisschen wild hin und her. Hier haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, unsere Basis theoretisch zu erstellen. Oder halt auch hier zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, sogar noch eine bessere Ecke, ne? Wir machen erstmal hier Busse. Voraussichtlich erstmal Busse, um halt eventuell so ein bisschen Geld mal einzufahren. Wir machen dafür die erste Verbindung natürlich ein bisschen over die Welt. So. Und wir machen auch nicht mehr als 15, 16 Haltestellen aneinander. Dass wir da so eine kleine Regel haben, irgendwie, dass das gut funktioniert oder sowas. Das werden wir auf jeden Fall so hinkriegen und erstmal schauen, dass das geht. So, wir fangen an mit den Haltestellen auf der Ecke. Wollen denn hier rum, das hatten wir ja gesagt gehabt, dass wir dahin wollen. Stadion, nicht schlecht. Machen wir auch da. Und dann versuchen wir halt jetzt hier so ein bisschen rumzugehen. Dass wir halt hier das Stadion eventuell mitnehmen können. Was mich natürlich tierisch freuen würde, wenn das geht. Hier oben ist noch irgendwie was Größeres. Das werden wir auch nochmal mit aufnehmen hier in unsere Auswahl. Ja, wir legen den einfach so rum. Dann fährt er hier hinten lang. Wir machen da eine Haltestelle. Und dann lassen wir ihn hier hinten halt die Schleife bauen. Das ist hier eine Einbahnstraße. Wir konnten doch hier muss ich die Straßen vorher abreißen? Das wäre blöd. Naja, dann machen wir das erstmal so, dass wir hier halt alles bestmöglich reinnehmen. Jetzt haben wir hier 8 Stationen bislang, genau. Und dann versuchen wir uns hier mal Richtung Innenstadt ein bisschen zu arbeiten. Einige werden jetzt sagen, ey, bau doch gleich dran. Das werden wir dann auch in Kürze nachholen. Aber erstmal heißt es ja hier auch
ein bisschen Geld sparen und ausbauen und dann von dem Ausgebauten weiterbauen, ne? So. Wir machen jetzt hier unsere kleine Schleife rein und lassen den halt hier zurückfahren. Und wir bauen auch dazu dann das Depot. Kaufpreis 320. 600. Es ist nicht allzu teuer. Nur hier haben wir garantiert das Problem, dass wenn wir aufpassen, dass das irgendwie garantiert schief geht. Können wir hier nicht irgendwie die Straße upgraden? Wartet mal. Machen das mal so und dann bauen wir hier gleich eine große Straße dran. Dann können wir hier nämlich auch direkt viel größer ausbauen. Ich hoffe, dass das hier so geht mit der Haltestelle hinten dran. Wie groß ist denn die ungefähre Abbaumhöhe? So, machen wir das doch so. Dann können wir hier mehrere Depots gleich einbauen, die dann ja auch hier die Linien fahren. Nö, ich will das nicht. Nee, falsch, falsch da. So. Ich tue mich da gerade wieder so ein bisschen schwer. Ich habe es nämlich länger schon nicht gespielt. Und daher wollen wir da uns ein bisschen gut tun. Fangen wir da an, fahren dann hier rüber. Und machen wir hier jetzt die Linie erstmal fertig. Das ist gut zu wissen. Weil jetzt dürfen wir hier. Wo hatten wir aufgehört? Wo hatten wir aufgehört? Ach, da hinten. Müssen wir mal gleich die Linie umbauen. Beziehungsweise die eine Straße rausreißen und eine neue reinziehen. Das ist da auch noch ganz okay. So. Genau, dann haben wir das hier auch fertig. Wir könnten dann sogar noch eine hier zwischensetzen, ne? Noch eine Haltestelle. Tack. Und dann machen wir da unten noch eine rein. Welche Haltestelle waren das hier? Also alles vor 15, da können wir noch eine reinsetzen. Nee, Depot wollten wir nicht. Das ist richtig. Haltestelle plus. Vor der 15, das heißt da. Oh, plant er sogar direkt richtig durch. Das ist cool. So. Jetzt beginnt hier unser Spaß erstmal, die Straße abzureißen. Ich hoffe, wir müssen da nicht allzu viel abreißen. So. Jetzt dürfte die Linie halt hier auch wieder im Kreis fahren. Und nicht so komisch hier durch die Ecke. Der Bus hier Bus 1 hat nicht genügend Fahrzeuge, das ist mir schon bewusst. Müssen wir erstmal wieder kaufen. So, wir könnten als erstes nehmen. Ach du Scheiße, hier haben wir ja einiges. Mittelmäßig schlecht. 70, diese verbrauchen. Natürlich müssen wir da auch drauf achten, dass wir da irgendwie gut sind in der Zeit. Schlecht sieht auf jeden Fall nicht der da aus. Kostet 1000, hat 18 Plätze. Ich glaube, dann nehmen wir doch erstmal. Okay, die sind doch alle ein bisschen blöd. Ich wollte ja nicht nur einkaufen. Ah ja, sollten wir vielleicht gleich mal so machen. Achso, dafür sollen 6 Busse mindestens drauf. Machen wir gleich mal so. Und dann können wir da auch mal gucken. Natürlich müssen wir jetzt noch so den Busfahrplan einstellen. Nein, Busdepot nicht. So, hier Routenplan, ne? Sehen wir ja zum Beispiel hier. Ich mache das jetzt alles nur individuell, ne? Also, das ist jetzt erstmal hier vollkommen egal. Individueller Takt ist. Vielleicht sollten wir den hier erstmal runterstellen. 2 Stunden ist vielleicht ein bisschen hoch.
Jede Stunde ist erstmal ausreichend. Individuell lassen wir jetzt erstmal so leer. Hier machen wir, glaube ich, jede anderthalb Stunden erstmal. Oder alle 2 Stunden ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. Warte mal, wir verlängern mal die Uhrzeit. Dann kommt hier nämlich noch bis 6 Uhr in den Bus lang. Und dann sollte das auch funktionieren. Fünf Uhr vierzig, 6 Uhr. Ja, wir machen 1,5 Stunden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache so. Wochenendverkehr setzen wir auf 2 Stunden. Soll ja auch gar nicht so schlecht aussehen. Und dann auf 22 Uhr. Ich glaube, so lassen wir das erstmal. Okay. Und da wollen wir mal gucken, was hier so geht. Nein, ich will nicht in das Menü. Und hier ist 0. Da ist auch noch 0. Hier auch. Aber was ist das Problem? Linien. Haltestellen. Letzte Halte. Okay, die sind anscheinend schon drinne. Frage ist genau, hier unten kommt unser Bus. So. Wir können den ja hier mal beobachten. Hier sehen wir auch, wie der rumfährt. Ich mag das Spiel. Das ist, glaube ich, noch so eins von den mit bestangestellten oder sichtbaren Spielen. Hier natürlich mit Rot und Grün. Später können wir natürlich hier auch eine Bahnlinie durchbauen. So hat er seine Route jetzt geplant gehabt, finde ich gut. So. Genau. Schön, dass man hier auch durch die Gebäude schauen kann. Dann fährt er hier rum. Jetzt sehen wir hier Blinker rüber und dann soll es auch funktionieren. Ich hoffe, die Lautstärke ist auch so okay. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen zu leise. Einstellungen, Audio. Machen wir mal so. Es konnte bislang ein bisschen leise gewesen sein. Oder jetzt ein bisschen zu laut. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das so halbwegs von der Lautstärke passt. So. Genau, hier oben sehen wir schon den nächsten Bus fahren. Und jetzt sehen wir hier auch schon Leute stehen. Buslinie. Oh. Auch 11 Busse maximal. Kommen wir noch welche noch hinzu. Da haben wir ja das Problem dann auch nicht mehr. Und jetzt können wir mal gucken, kurz nach Trams, ob wir hier auch ein Depot schon hinsetzen könnten. Oder ob es da irgendwelche Probleme gibt. Was ja eigentlich normal ist. Oder ob wir das so machen, dass wir auf der einen Seite nur Bus und auf der anderen Seite nur Tram haben. Das wäre, glaube ich, noch so eine Sache, worüber man reden könnte. Das heißt also, wir bauen jetzt hier auf die Seite. Hallo, Spiel. Noch ein Tram-Depot. Ist das mittig? Ich will das natürlich mittig bauen, deswegen versuche ich da gerade so die beste Übersicht zu haben und zu erhalten. Obwohl, nee, Straßenbahn bauen wir gleich richtig an. Das heißt dann also kein Larifari-Gedöns hier, sondern da machen wir dann mit Mittelspur eine Straße. Ich hoffe, dass das passt, weil sonst wäre das ein bisschen doof, dass wir das gerade so gemacht haben. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So. Genau, jetzt können wir hier nämlich mal schon mal gucken, wo es Straßenbahngleis ist. Dass wir hier unser erstes Straßenbahngleis hier supi angeschlossen bekommen.
Und von hier aus dann auch schon alles bereit liegt, dass wir dann hier einfach losfahren können. So, genau, kann so ruhig in beide Richtungen erstmal. Dann haben wir da auch keine Probleme. Jetzt machen wir uns nämlich mal die Mühe und bauen hier auf der Hauptstraße einfach eine Straßenbahn durch. Fangen wir da an und bauen jetzt einfach hier immer oben in der Mitte durch. Ja. Natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man sich da verbaut. So. Und hier oben ist das Ende. Die Frage ist, wollen wir hier noch so ein bisschen an der Seite lang gehen? Oder wollen wir hier oben eine Schleife reinbauen und die dann zurücklaufen lassen? Was, glaube ich, sogar das Sinnvollste wäre, ne? Das heißt zum Beispiel, wir bauen erstmal hier eine Straße rein und von dort aus eine Straße zurück. Natürlich, jetzt müssen wir darauf achten, weil das ist nämlich verkehrt rum. Dass hier die Fahrzeuge dann auch ja nicht total bescheuert durchfahren. Aber ich hoffe, das regeln wir irgendwie. Indem wir zum Beispiel hier halt sehen, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Machen dann zum Beispiel da das hin. Und ja, dieses wird ein bisschen komisch aussehen am Ende. Und ja, hier bin ich nicht so der Feinbauprofi. Wieso haben wir das nicht eigentlich gleich so gemacht? Ich hätte drauf kommen müssen, dass es doch irgendwie so eine Funktion dafür gab. So, dann machen wir das halt gleich so. So ein bisschen runter. So sieht das doch gut aus. Da ist was reingekommen. Ich habe es gesehen. So. Ja, wir gucken da gleich mal rein. Natürlich kommt dann hier auch erstmal das mit den Haltestellen hin, wenn wir hier die Schienen gebaut haben. So. Lol. Ja, wieso nicht, ne? Jetzt haben wir hier hinten einen Grund für eine Haltestelle hinzubauen. Was ist denn das eigentlich? Gymnasium. Cool. Jetzt haben wir da ein Gymnasium als Endhaltestelle. Auch nicht schlecht. Hat man nicht alle Tage sowas, ne? Ja, das sind ja alles so kurze Straßenabschnitte, ne? Die Straßenbahn war ja ein bisschen größer vom Radius als der Bus. Ich wollte den Radius gerade auch wieder so klein setzen. Obwohl der ja etwas größer ist für die. Die Frage ist, wollen wir hier so eine durchgängige Linie machen? Jetzt haben wir hier natürlich schon gebaut. Das ist mega. Ah gut, machen wir bis hier hinten hin erstmal volle Kanne. Und von dort aus können wir ja auch...
Kann man hier später noch eine Straße rüberlegen. Genau, dann könnte man nämlich hier auch direkt die Tramgleise rüberbauen. Und könnten dann zum Beispiel hier hinten diese Wendeschleife reinsetzen. Ja, von hier aus rausgehen würden. Gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier so eine kleine Schleife auch wieder reinbauen. So, dann reißen wir den nochmal ab. Der war nämlich ein bisschen falsch. So, so ist doch halbwegs okay. So. So, dann können Sie hier hinten auch noch drehen, wenn Sie wollen. Und dann nehmen wir hier eine Standardhaltestelle. Genau wie dann hier oben die letzten. Und dann machen wir hieraus jetzt einfach eine Linie. Das wird dann auch das letzte sein für die heutige Folge. Beziehungsweise für die erste Folge, wenn ich sie mal wieder raffen will. Hier die Haltestelle auszuwählen. Oh, Linie WTF. Löschen, ja. Ich wollte das hier. Das ist immer cool, wenn man die falschen Haltestellen nimmt. Mussten wir dafür eine extra Haltestelle bauen? Hatten wir doch mal nicht getan, ne? Cool, wir haben sogar Sehenswürdigkeiten. Das ist mega. Die Frage ist jetzt nur. Ach ja, ich bin doof. Eben total falsch angefangen. Ja, da ist noch eine neue Aufgabe hinzugekommen. Die müssen wir auch mal nächste Folge anfangen. Weil wir sonst da auch keine Möglichkeit haben, weitere Einnahmen irgendwo herzubringen, weil das sind eigentlich immer gute Einnahmen gewesen damals. Und ja, da müssen wir halt darauf achten, dass wir die auch mal dann mit einbinden. Dann mal schauen, was daraus so kommt. Ich hoffe, dass da echt viel was passiert. Und wir dann halt auch davon positiv abschlagen können und sagen, ey, mega geil. Aktueller Laufplan ist mega gut. Und dann sollte das auch funktionieren. Ich baue jetzt hier nochmal das Gleis rum. Weil wir hier nämlich auch irgendwie wieder ins Depot kommen müssen oder sollten. Straßenbahndepot 1. Ja, ich weiß nicht genügend Fahrzeuge. So. Ich will nicht gleichzeitig rauszoomen, während. Das ist doch scheiße. So. Welche Straßenbahn kaufen wir uns? Die Royal L sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wieso zoome ich denn auf beiden Sachen gleichzeitig ran? 20 Plätze ist Mist. Dann wollen wir uns gleich was Größeres kaufen. Irgendwas stimmt hier im Spiel nicht. So, weg, weg, weg. Jetzt kaufen wir hier gleich mal 10 Stück. Dann schauen wir uns die mal kurz hier an im Routenplan. Können den halt auch schon im Takt runterstellen auf 45 Minuten. Berufsverkehr ist okay, Feierabendverkehr auch. Wochenende stellen wir auf 1,5 Stunden. Spätestens, naja, machen wir sogar 1 Euro-Stunde raus. Und Nachtverkehr machen wir jeder 1,5 oder sowas.
Und dann bis 5 Uhr durch. Das sollte, glaube ich, ganz okay sein. Okay. Und dann können wir hier auch schon starten und mal schauen, ob hier irgendeine Tram rauskommt. Ne? Weil wir haben ja hier den Anfang und da das Ende. Scheint, als wenn da gleich einer rauskommen würde. Würde ich jetzt aber mal sagen, es sieht noch nicht so aus, als wenn da überhaupt was käme. 13 Straßenbahnen würden benötigt. Kaufen wir doch nochmal 3 Stück. Dann machen wir gleich 4. Dann haben wir da nämlich auch das Problem erstmal gebannt. Und dann wollen wir uns das mal anschauen, wie das hier auf der Linie aussieht. Das sieht ja naja aus. Ah. So, das ist auf jeden Fall unsere Linie hier. Und so sieht es also aus, wenn die hier rumfährt. Vielleicht doch ein bisschen groß für die Haltestelle erstmal. Aber ich will doch hier die Fenster gar nicht öffnen. So ein Dreck. So. Also hier sollte auf jeden Fall was kommen. Ach, da oben fährt auch schon eine WTF. Wir haben eine verpasst. Wir haben wohl eine Straßenbahn direkt von Anfang an verpasst. Das ist uncool gewesen. Okay, hier fährt der Morgenverkehr anscheinend durch. Richten Sie eine Linie zwischen Wolkenkratzern und ein. Ja, schön. Das heißt, wir müssten mal in der nächsten Folge. Ach du Scheiße, da hoch. Alter Schwede. Das wird viel für uns. Also, wir haben ja hier im Moment unser kleinen Anfang aufgebaut. Da will ich auch mal hoffen, dass das hier positiv ausgehen wird, weil hier sehen wir ja schon mal ein paar Leute stehen, dass da ein bisschen mehr Verkehr halt ins Rollen kommt. Und vielleicht sehen wir ja dann in der nächsten Folge schon weitere Erfolge. Jedenfalls danke ich euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge eures Ermessens nach bewerten würdet und mir sagen wollt, wie ihr diese Folge fandet. Und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann, eine wunderschöne Zeit. Die nächste Folge kommt morgen. Nur schon mal zur kleinen Info als Spoiler, dass ihr da Bescheid wisst. Und bis morgen, haut rein, bis dann und ciao.